Ja, also die Hauptgruppe, die zu mir kommt, sind Menschen so zwischen 20 und 60. Also es ist eine sehr breite Spanne. Ich würde mal sagen, so drei Viertel Frauen, ein Viertel Männer, auch Paare. Dadurch, dass ich drei Bereiche habe, also Coaching, Beratung, dann eben ganz viel Training, Unterricht und Networking, sind das auch ganz unterschiedliche Themen und Gebiete. Also im Bereich Coaching ist es halt so, dass die Menschen mit den Anliegen kommen, die sie gerade zurzeit aktuell blockieren. Das kann jetzt sein Prüfungsangst. Gerade gestern hatte ich zum Beispiel eine Studentin, die in der Dissertation eine Schreibblockade hat. Im Bereich Gründercoaching sind das Existenzgründer, die alle möglichen Themen haben, von was weiß ich, fehlendem Selbstwertgefühl, unklaren Profilen oder eben auch so Ängsten wie Telefonphobien oder was auch immer Menschen alles so haben, was sie abhält davon, ihre Ziele zu erreichen. Es gibt Paar-Coaching, wo also Konflikte quasi hier angesprochen werden und ich versuche auch helfe, unterstütze zu lösen. Im Beruflichen sind es halt Dinge, der Umgang mit schwierigen Kollegen, Umgang mit schwierigen Chefs oder Chefinnen, Berufswechsel, Karriere, Sprünge, alle möglichen Themen, die einfach so aktuell einfach den Menschen behindern, dabei den nächsten Schritt zu tun.